Der Pharmakonzern AstraZeneca hat mitgeteilt, dass die Daten zu den 17 Millionen Geimpften in der EU und in Großbritannien kein vermehrtes Risiko zeigen. Dennoch haben die Niederlande und Irland das Verimpfen vorläufig eingestellt. Im italienischen Piemont wurden die Impfungen mit AstraZeneca dagegen wieder aufgenommen. In einem Tweet erklärt der irische Gesundheitsminister den Schritt als Vorsichtsmaßnahme, wie schon die Regierungen der skandinavischen Staaten. Viele Ärztinnen und Ärzte verweisen darauf, dass das Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, viel schlimmer ist als das Risiko einer Impfung mit AstraZeneca. Der WHO-Chef hält die Erklärung der EMA für besonders wichtig. Die Europäische Arzneimittelagentur hat bestätigt, dass es keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Blutgerinnseln gibt und dass der Impfstoff weiterhin verwendet werden kann, während die Untersuchung läuft. Vielen Regierenden in der EU macht es mehr Sorgen, dass AstraZeneca zunächst weniger Impfstoffe liefern wird als geplant. Bis Jahresmitte sollten 300 Millionen Dosen ankommen. Inzwischen wird nur noch von 100 Millionen ausgegangen. Im Großraum Paris sind in den Krankenhäusern mehr als 1.100 Intensivbetten mit Covid-19-Patientinnen und Patienten belegt. Das sind ein Viertel aller intensivmedizinisch behandelten Fälle in ganz Frankreich. Der Sprecher der französischen Regierung, Gabriel Attal, sagte am Flughafen Orly beim Transfer von Erkrankten in andere Regionen, die Situation sei angespannt, die Lage in der Region Île-de-France besorgniserregend. In Italien sind im größten Teil des Landes in den sogenannten roten Zonen seit diesem Montag Schulen und Restaurants wieder geschlossen. Zuletzt lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen bei über 20.000. Besonders betroffen ist wieder die Lombardei.